Moin alle zusammen, Hülle am Start mit Fallout 4. Ich habe das letzte Mal total verpeilt, dass wir eigentlich noch wo das andere Mal wo unten waren, woanders, dachte ich. Habe ich total verpeilt. Deswegen fangen wir auch gerade komplett woanders an. Wir fangen dort an. Ja, wir sind eigentlich schon hier ganz oben an diesem Bunker da. Untersucht den Bunker da. Und den habe ich höchstwahrscheinlich da drüben schon gesehen. Aber wir werden, denke ich mal, noch mal hier zu den Yachthafen später dann noch mal gehen. Kann ich mir höchstwahrscheinlich vorstellen. Das Trainingsgelände habe ich aber auch noch nicht so richtig untersuchtächtig. Also ich denke mal, wir werden uns mal hier die Küstengegend noch mal anschauen. Ja, aber bis dahin werden wir, denke ich mal, uns das mal da drüben ein bisschen näher anschauen. Also ich habe schon mal irgend so eine Lampe weggeschossen. Weiß nicht, ob das so klug war oder nicht. Kann es gar nicht sagen. Das Problem ist nur, dass ich jetzt keine Rüstung habe, sondern einfach hier so nackt rumlaufe. Das könnte ein Problem werden. Muss aber nicht. Wenn wir uns schlau anstellen, dann denke ich mal, das wird auch kein Problem geben. Automatisches Funksignal vergessen. Warte mal. Haben wir irgendein Notsignal? Nautisches Funksignal. Okay. Das könnte natürlich irgendwie ein bisschen problematisch werden. Das könnte problematisch werden. Sehr schön, haben wir den schon mal getötet. Sehr schön, haben wir den schon mal auch gleich down. Scheiß Mutanten, ey. Sehr schön. Müssen auch ein bisschen aufpassen. Ah, Dogmeat, geh weg, Dogmeat, geh weg. Alter Schwede, ey. Das ist so geil, dass jede Explosion immer zu einem Atompilz wird. Es ist einfach irgendwie zu witzig gerade. Muss ich ehrlich sagen. Ja, Ratz hat man auch hier gleich wieder dabei. So. Aber gut, dann haben wir schon mal zwei Mutanten getötet. Schon mal relativ auf Entfernung. Nee, ich will da jetzt nicht hin. Ich glaube, da gehe ich erstmal da hoch und gucke erstmal bei diesen Posten da, was das so ist. Nur 12 Schuss die Waffe. Okay. Was geht denn hier so ab? Das ist eine Waffenbank, alles klar. Ist noch irgendwas? Das habe ich noch nicht. Terminal entspannen. Experte Terminal entspannen, ja, für Experte. Nee, das habe ich leider alles noch nicht. Also bin ich eigentlich der voll komplette Noob darin. Aber der nette Herr von nebenan hat ja einen relativ geilen Ausblick. Ob ich ein bisschen mit meiner Sniper gucken kann, was das hier so ist. Und was sich so herum so ergibt. Also erstmal schauen, wo ich lang muss. Der Bunker müsste hier. Ich muss der Straße eigentlich folgen. Dann bin ich bei dem Bunker, alles klar. Alles klar. Dann werden wir jetzt mal der Straße folgen. Und versuchen, weiter irgendwie herumzusnipen. Und uns vorsichtig antasten. Weil, wie gesagt, wir haben keinen Ward-Anzug an. Das könnte natürlich auch schnell in die Hosen gehen. Superman-Tant hatte leider hatte nichts. Na, leider, wie man sieht.
Übrigens, Leute, ich bin Level 21 und habe diesen Skill weiter ins Craften reingeskillt und habe ein paar Waffen, konnte ein paar Waffen craften. Problem ist aber, mir ist der Kleber ausgegangen. Ist eiskalter Kleber ausgegangen. Mutabären, mutiert, ne, mutierter Fahnen, never mind, alles klar. Doch nicht das, was ich eigentlich wollte. Digga. Alles klar, da werde ich jetzt erstmal schleichen. Muss mal gucken, wo die Minen sind. Auf diesem verdammten Boot, ne? Aufklärungstäter. Ist irgendwas drumrum? Ah, tut mir leid, Leute. Wenn es gerade laut war. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was mich hier erwartet. Wow. Nein. Paladin Brandis? Keine Bewegung, keinen Schritt weiter, sonst blase ich dir den Schädel weg. Wer seid ihr? Wer schickt euch? Wie seid ihr hier reingekommen? Ganz ruhig, Paladin. Ich gehöre zur Bruderschaft. Zur Bruderschaft? Nein, 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 das kann nicht sein. Die sind nicht hier. Die sind weit weg. Die haben mich zurückgelassen. Was willst du? Wie hast du mich gefunden? Ich folgte den Notsignalen, die dein Team zurückgelassen hat. Ihre Holobänder haben mich hierher geführt. Die anderen? Was ist mit ihnen geschehen? Tot. Tot. Ganz einfach. Dachte ich mir schon. Ich wollte zu ihnen zurückkehren, musst du wissen. Aber ich konnte nichts für sie tun. Nicht allein. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu finden. Ich sollte dir etwas geben. Ich habe über die Jahre viel gesammelt. Technologie, Krimskrams. Wenn du was haben willst, nimm es. Ich versuch's einfach mal. Die Bruderschaft braucht dich, Paladin. Es wird Zeit, sich zurückzumelden. Ich kann nicht. Es ist zu lange her. Ich wäre nicht mehr von Nutzen. Draußen Was versteckt? Hast du die ganze Zeit über gemacht? Ich hab die Gegend erkundet, Dinge entdeckt, aber ich bin ganz allein. Es war einfach zu viel, ein zu großes Risiko. Ich hab mich versteckt, so lang. 3 Jahre? Ja, ungefähr. Zu lang. Ach komm. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich schaff das. Ich versteck mich und kämpfe gegen klar. Jeden und alles. Das ist mega alt. Belohnung. Ist das alles? Ich lebe allein. Ich gehe den Leuten und Dingen aus dem Weg. Was willst du? Ich könnte dich auch hier schlafen lassen. Ist in Ordnung. Oder? Ist doch was. Es ist nicht viel. Aber wenn du Hunger hast... Sonst habe ich nur noch meine Waffe nein, die brauche ich noch. Du kannst sie nicht haben. Niemand kennt das Commonwealth besser als du. Wir brauchen deine Hilfe. Nein, es gibt kein Zurück. Nicht für mich. Nicht mehr. Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Wir brauchen dich, Paladin. Nein, es gibt kein Zurück. Alles klar. Nicht für mich. Nicht mehr. Bis später dann. Auf Wiedersehen. Und danke. Wow.
Dachte jetzt irgendwie, dass hier was Spektakuläreres irgendwas ist oder so. Nach dem ganzen Tububabu, was ich mich hier aufgenommen habe, sag ich jetzt mal. Ja. Den Fusionskern nehme ich mir was mal. Was war das? Ja, ich darf ja auch alles nehmen. Also, da hat er gesagt, dass ich alles nehmen darf. Hier. Halt doch den Mund, ey. So, Dose hat er ja noch. Was soll ich denn bitte schlafen? Ja, ich darf wirklich schlafen, ja. Ich könnte jetzt wirklich schlafen. Wecker nehmen wir alles mit. Kampfinger? Wollen wir es versuchen, Leute? Würde ich in die Fusionszellen irgendwie mitnehmen, irgendwie? Aus irgendeinem Grund? Wow. Toilette. Ja. Irgendwas ist ja, das ist überhaupt nicht stimmig. Ja, die letzte Folge habe ich noch, wo ich diese Folge abmoderiert habe, habe ich noch ein bisschen hier. Wie ist denn? Ja, mir fällt es gerade irgendwie nicht ein. Fusionskern, alter Schwede, da ist schon wieder ein Fusionskern hier. Mir fällt es gerade wirklich nicht ein. So, ja. Ne, wir klauen ihn nicht. Nehmt den Herrn von nebenan. Weil dafür ist er, ja, würde ich nicht sagen, mir zu wichtig. Ne, das ist eigentlich gar nicht wahr. Das letzte Mal habe ich alles zercraftet, was ich hier noch gefunden habe. Also das war wieder ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ey, heilige Maria, Mutter Gottes. Ne, einmal und nie wieder. Waren so viele Sachen. Und dann, das hätte ich am besten aufnehmen müssen, weil aus irgendeinem Grund sind dann übelst viele lang gelaufen durch den ganzen Scheiß, was ich da gedroppt habe. Ja, das war ein Riesenhaufen, was ich da gedroppt habe, und auf einmal sind alle durchgelaufen. Also das habe ich beim besten Willen, dachte ich mir, Leute, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich wirklich verarschen? So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden uns jetzt mal zu Paladin Dancen begeben, zum Polizeirevier. Werden wir auswählen und werden mal Bericht erstatten in Paladin Dancen, unseren besten Freund. Wir werden mal sagen hier, dass die ganze Crew gestorben ist und dass wir Paladin blablabla Brandis gefunden haben und der keinen Bock hat, sich der Bruderschaft wieder anzuschließen. Gleich kommt eine Mission, ist wahrscheinlich, ja, Verräter dulden wir nicht. Eliminiere ihn, ich darf wieder hochgehen und den alten Herrn eliminieren. Das wäre irgendwie, ich sag mal, zu witzig. War auch irgendwie sehr komisch jetzt in der Bruderschaft, weil ich fand die Bruderschaft sehr interessant bis jetzt. Aber auch noch mit gemischten Gefühlen ein bisschen. Ja, man ist einmal wieder in dieser Stadt und man hat aus irgendeinem Grund von 60 nur noch 30 FPS aus irgendeinem Grund. Aber egal, wir werden die schöne Polizeirevier von Common Bridge, wie auch immer, öffnen. Mal gucken, was der Paladin Dancen und sagt. War das nicht so, dass es besser ist, wenn ich mit... Warte mal. Ich komme lieber mit meinem Anzug hin. Habe ich mal gehört, dass es besser ist, mit diesem Anzug dahin zu gehen. Und wenn wir eine Überredungskunst haben, ist es besser, dass wir diesen Anzug bei Paladin Dancen dann haben. So. Übrigens, den anderen Anzug, den ich da gefunden habe, der ist besser als der andere, den ich jetzt bis jetzt habe mit dem Vortex-Anzug. Aber das Ding ist, ich nehme was mit dem Vortex-Anzug klaue. Oder? In einer Überlegung. Habe ich so viel Arbeit reingesteckt in diesen scheiß Vortex-Anzug. Aber der andere ist besser halt. Schauen. Ich habe auch alles umsortiert. Dass ich erstmal den ganzen Mist hier wegkomme. Mais ist. Ah, sehr schön. Muss arbeiten, keine Zeit. Scheint wirklich was zu werden. Was gibt's? Mutterbeeren. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Sehr schön. Ja, ich brauche die Mutterbeeren, weil ich muss mir irgendwie Kleber herstellen. Das ist eine ganz wichtige Sache gerade. Mais. Da gibt's nichts als Ärger.
Mais. Könnte noch mal ein bisschen Mais wieder pflanzen, aber ne. So, ja, ich habe ja erstmal hier alles drin versteckt. Oben ist meine schöne Kochstation, ein bisschen umgebaut. Haben wir das Dach wieder neu gebaut? Warte mal. Ich weiß gar nicht, ob das Dach schon immer so zerflickt war oder ob das Dach ein bisschen neuer gebaut worden ist. Also, ich kann es gar nicht so sagen. Gemüsestärke baue ich. Sehr schön. So, kriege ich da raus mal wieder Kleber. Dreckige Ödländer. Das ist gar nichts. Dreckige Ödländer. Sehr schön. So. Hüpfen wir mal hier schon runter. Hey, wie geht es dir? Gut. Und dir? Bitch. Nee. Wer ist es doch eigentlich? Schrott, glaube ich sogar, oder? Gemüsestärke. Wie Gemüse. Da. Ablegen. Ja. Sehr schön. Haben wir wieder 10 Kleber. Das ist doch wieder was Feines. Kann man doch einfach nur ja dazu sagen. So, haben das erstmal wieder alles abgelegt. Haben wieder Kleber am Start. Tja, die Rüstung ist noch nicht so toll. Aber ich glaube, wir können die eigentlich auch fertig lackieren, weil wir haben jetzt Kleber. Wir haben wieder Kleber, eigentlich ist es... Was bringt uns das Militärfarbe? Erhöht die Stärke. Ja, wir verbrauchen uns einen Kleber für sinnlosen Scheiß. Also das ist jetzt eigentlich, ich sag mal wirklich, das ist der sinnloseste Kack überhaupt, den wir gerade machen. Aber egal. Ja, Station verlassen. Ja, sehr schön. Jetzt sieht er aus wie vom Militär. Sehr schön. Ja. Aber wir nehmen trotzdem unseren Wortherkanzug. Oder? Nehmen wir das Militär. Komm, wir nehmen mal das Militär mal mit. So. Selbe Spiel nochmal. Dann gehen wir nochmal zu Paladin Densen. Frage ist jetzt, ob wirklich jeden Tag, wenn ich irgendwas mache und wieder dahin mich hinporte, dass da immer und immer wieder Mutterbeeren und Mais ist. Das wäre jetzt eigentlich wirklich eine interessante Frage. Problem ist, das finde ich nur heraus, wenn ich das auch immer mache und wenn ich fast jeden Tag spiele. Das mache ich ja zum Teil im Moment nicht. Toll, hallo. Wollte ich gar nicht auch, Alter. Ah, bitte wieder einsteigen. Danke vielmals. Vielen Dank. So. Sind einer von Militär. Ja, sind einer vom Militär. So Leute, es tut mir leid. Ich glaube, es ist der dreckigste Kante, den ich jetzt jemals mache. Wir hören uns beim nächsten Mal bei Fallout 4 und Chosen.